Und der vierte Punkt, und da zitiere ich Werner Schlager, der an und für sich ja ein Einzelsportler ist, als solcher der erste österreichische Weltmeister im Tischtennis war, in einem Land, wo Tischtennis früher gelernt wird als das Gehen, in China. Keiner hat es für möglich gehalten. Und Werner Schlager hat damals gesagt, ein Spitzensportler, der glaubt, alleine durch seine Einzelleistung Erfolg zu haben, der täuscht sich gewaltig. Es braucht immer ein Team. Sie werden sehen, hinter erfolgreichen Sportlern, hinter erfolgreichen Leuten steht immer auch ein Team. Und Team heißt jetzt nicht, toll, ein anderer macht's, sondern tolles Engagement aller Mitarbeiter. Beispiel Radfahren. Ich werde nie imstande sein, außer ich habe Epo in Literfässern gelagert, aber werde ich nie imstande sein, alleine eine derartige Tourstrapaz durchzustehen, alleine die 200 Kilometer zu fahren. Wir wird eine Gruppe, die perfekt harmoniert und Windschatten fährt, um die Ohren sausen. Berechnungen haben ergeben, Windschattenfahren spart dir 30% deiner Kraft. Das ist jetzt im Sport. Umlegbar heißt das nicht anderes. Wenn ich ein Team finde, wir werden jetzt gleich einen Wolfi Stampfer fragen, was ist ein erfolgreiches Team? Mit welchen Leuten muss ich mich umgeben? Dann kann mir das eine Dynamik geben, die ich alleine nie imstande bin zu leisten. Man sagt immer, Einzelleistung addiert. Ich werde zwar auch zum Ziel kommen, aber Teamleistung multipliziert. Und damit wir diesem Theoretischen jetzt wirklich einen praktischen Kick geben, darf ich euch vorstellen, den 12-fachen österreichischen Meister. Er war für Österreich oder ist für Österreich das Aushängeschild des internationalen Bobsports. Bei Europameisterschaften Bronzemedaillengewinner, 5-mal unter den Top 4, 7. bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City. Der Mann kommt gerade vom Trainingslager in Italien, sonnengebräunt, was gibt Schöneres? Meine Damen und Herren, Vater ist er obendrauf, Sportwissenschaften hat er studiert, der Mann weiß, wovon er redet. Hier ist Wolfi Stampfer. Servus. Der Mann, so wie er dasteht, man glaubt es nicht, er hat schon Rückschläge gehabt, das reicht für 3 Karrieren, glaube ich, Wolfi. Ja, es waren schon einige. Die letzte Operation, was war das beispielsweise? Nur, dass wir wissen, in welchen Tiefen sich auch ein Spitzensportler findet. Die letzte Operation war im Bereich der Halswirbelsäule, wo man festgestellt hat, dass die Bandscheibe in den Nervenkanal schon vorgedrungen ist. Und das war natürlich ein großer Tiefschlag für mich, weil da hat es geheißen, ja, noch ein gröberer Unfall und ich könnte vom Hals ab gelähmt sein. Da schnauft man dann schon mal tief durch und denkt sich, boah, das war's jetzt, gell? Aber wie dann Arzt gesagt hat, ja, es gibt eine Möglichkeit, das zu beheben, in Form, dass man den Hals entweder versteift, die Wirbel versteift, aber da habe ich mir gedacht, na, steifer wäre lieber was anderes, aber im Hals kann ich es nicht gebrauchen. Hab mich dann für eine Prothese entschieden. Im Hals. Für die Prothese im Hals entschieden, ja. Und bin dann operiert worden und habe mir schon vor der Operation gedacht, hoffentlich geht alles gut, gell, weil selbst bei der Operation kann ja auch was schief gehen. Bin dann wieder aufgewacht nach der Operation und habe dann eine nette Krankenschwester gesehen und mir gedacht, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ich bin im Paradies. Es war so, dass ich dann lange Zeit natürlich noch Schmerzen gehabt habe beim Schlucken. Eben im Hals, in der Halsgegend, weil eben da von vorne der Eingriff stattgefunden hat. Habe mich dann aber wieder aufraffen können, vor allem durch Kollegen, die haben gut zugesprochen haben, Familie, Vater, andere Sportler, die gesagt haben, jetzt packen wir das nochmal und wir gehen die ganze Geschichte nochmal an. Und unser Ziel ist ja wirklich, eine Medaille zu machen bei Olympischen Spielen. Und daraufhin habe ich dann den Entschluss gefasst, ja, also ich probiere das Ganze wirklich noch einmal, obwohl, wie gesagt, da ich schon ein halber Terminator bin in dem Bereich. Und habe mir das ganz, ganz fest vorgestellt, dass wir das Ziel schaffen werden. Und habe mich dann wieder reinkniet und bin jetzt wieder voll im Training und hoffe, dass ich bei den nächsten Olympischen Spielen wirklich das Ziel erreichen kann, eine Medaille zu gewinnen.